wenn Mut und Hoffnung. Er bleibt natürlich drin, was das für eine Frage ist, sonst wären wir nicht hier. Ganz klar bleibt er drin. Natürlich bleibt er drin, deswegen sind wir hier. Wir glauben an unser VfB. In 90 Minuten zu Wut und Verzweiflung werden. Der VfB Stuttgart steigt aus der Bundesliga ab. Die Fans irgendwo zwischen Fassungslosigkeit und Zorn. Der richtet sich am absoluten Tiefpunkt, vor allem gegen eine Person. Dietrich raus! 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 VfB-Präsident Wolfgang Dietrich im Zentrum des Fanzorns. Er wird von den enttäuschten Anhängern als Hauptschuldiger ausgemacht. Sogar noch vor der Mannschaft. Dietrich hat nicht gespielt, aber er gibt die Marschrichtung vor, er gibt die Emotionen vor, er gibt die Leidenschaft vor. Da war null vorhanden bei seinem Auftritt, der war nur peinlich. Dietrich raus! Er fällt komplett falsche Entscheidungen, das auf Resch gesetzt war komplett falsch, nimmt sich aus der Verantwortung, so locker leger und in Sessel reingesunken, so tritt kein AG-Vorsitzender auf. Sein Auftreten fliegt ihm jetzt um die Ohren. Vor allem seine Aussagen bei einer Talkrunde im Dezember. Mit der Truppe, die wir heute haben, werden wir das schaffen. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Genauso wie wir die Bayern am Schluss am 4. oder 5. Platz sein werden, werden wir am Schluss am 15. sein. Das kann ich nicht sagen. Platz 9 bis 13 war unser Saisonziel, oder ist unser Saisonziel. Wir haben geplant, das war eine sehr fundierte Planung, dass wir in 5 Jahren, das sind jetzt noch 3 Jahre, unter den ersten 6 sind, in der ersten Bundesliga. Zu diesem Zeitpunkt stand der VfB übrigens auf Platz 15. Fans versus Präsident, bereits im Dezember waren die Gräben tief. Herr Dietrich, sind Sie fähig, den Abwärtstrend zu stoppen? Unterstützung erhielt Dietrich da sofort. Nicht von den Fans, sondern von keinem geringeren als Bayern-Herrscher Uli Hoeneß. Ich würde dem VfB Stuttgart empfehlen, Sie als Motivator einzustellen, um mal Ihnen zu zeigen, wie man motiviert. Ich spende 5.000 Euro, weil ich glaube, dass der VfB nicht absteigt. Wenn der VfB absteigt, zahle ich 5.000 Euro für einen guten Zweck. Zumindest ein positiver Aspekt, der sich am Abstieg des VfB Stuttgart finden lässt. Auch wenn das an der Stimmung der Fans wohl herzlich wenig ändern dürfte.